Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, herzlich willkommen in der Medizinakademie des Deutschen Roten Kreuzes Karlsruhe. Wir haben heute ein spannendes Thema und einen sehr kompetenten Ansprechpartner zu diesem Thema, nämlich Alkoholmythen im Faktencheck. Ich freue mich, dass Herr Professor Thomas Zöpf, Direktor der Klinik für Gastroenterologie hier in Karlsruhe, bei uns zu Gast ist. Und deshalb gleich mal eine Frage zum Einstieg, die oft falsch beantwortet wird. Alkohol verdunstet beim Kochen. Ist es so eigentlich richtig oder kann man immer noch Reste feststellen? Das ist eine Halbwahrheit. Alkohol hat einen niedrigeren Siedepunkt als Wasser, in dem wir normalerweise kochen. Insofern verdunstet tatsächlich ein Teil, aber etwa 40% bleiben im Gekochten, weil das bindet sich an Fett, Gemüse oder Fleisch. Also es ist nicht so, dass der Alkohol komplett verdunstet. Ein weiteres Mythos, das sich hartnäckig hält in der Bevölkerung, ist Wein auf Bier, das rate ich dir. Bier auf Wein, das lass sein. Kann man das so allgemein sagen? Alkohol ist Alkohol und dem Alkohol ist es ziemlich wurscht, ob er in Form von Bier oder Wein zu uns kommt. Die Wirkung ist die gleiche. Das Ganze stammt wahrscheinlich aus früheren Zeiten, wo der Biertrinker der einfachen Gesellschaft angehört hat und der Weintrinker der etwas gehobeneren Gesellschaft. Und man hat versucht, beim Weintrinken zu bleiben, um quasi den sozialen Status zu halten und nicht zum Biertrinker abzufallen. Ach so. Und daher war das eher was mit dem sozialen Status zu tun hatte und weniger mit der Form des Alkohols. Aha. Und jetzt zu den unterschiedlichen Weinsorten. Man sagt ja, Rotwein macht schläfrig, Weißwein weckt auf. Ja, auch das ist ein Mythos. Meistens liegt es an der Tageszeit und an der Gelegenheit, an der man den Wein zu sich nimmt. Den Weißwein nimmt man meistens als Aperitif und zur Begrüßung. Da ist man noch frisch und munter. Den Rotwein trinkt man dann meistens zum schweren Essen oder am späten Abend. Da hat dann der Alkoholpegel dann schon ordentlich ist zugewachsen. Und dann wird man müde. Es hat was mit der Menge des Alkohols zu tun und nicht mit der Form. Und jetzt zu einer weiteren Ausrede, würde ich mal sagen, oder Rechtfertigung, je nachdem, wie Sie wollen. Schnaps regt die Verdauung an. Ja, das wäre schön, wenn es so wäre. Schnaps macht erstmal die Durchblutung im Magen stärker. Das gibt ein warmes, wohliges Gefühl. Tatsächlich verdünnt er aber sogar die Magensäure, den Magensaft und führt dazu, dass es später verdaut. Insofern macht er genau das Gegenteil von dem, was man glaubt. Jetzt befinden wir uns in der Sommerzeit und da denke ich bei meiner nächsten Frage an Mallorca. Sie wissen, die Eimer und die langen Strohhelme. Und deswegen die Frage, wird man mit dem Strohhalm schneller betrunken als ohne? Nein, auch das ist ein Mythos. Die Mundschleimhaut kann zwar Alkohol aufnehmen, ist aber so klein wie ungefähr 2 Bierdeckel. Der Magen hat ungefähr die Fläche von einer Serviette, also deutlich mehr. Und darüber wird er resorbiert. Der Hauptteil wird im Dünndarm resorbiert. Ah ja. Und jetzt zur Frage der Nahrungsaufnahme, der Mahlzeit. Eine üppige Mahlzeit verhindert den Rausch. Ja, auch das wäre schön, wenn es so wäre. Tatsächlich ist es so, dass es die Resorption verzögert. Das heißt, der Alkohol gelangt ein bisschen später ins Blut. Der Rausch kommt vielleicht ein bisschen später, wenn man eine Grundlage hat. Aber die Menge ist die gleiche und der Rausch wird letztendlich in der Summe derselbe. Eine weitere Frage, die sich mir stellt. Frauen leben ja länger als wir Männer. Aber wir Männer haben auch andere Fähigkeiten. Wir vertragen mehr Alkohol als Frauen. Zum einen ist in der Magenschleimhaut das alkoholabbauende Enzym. Das ist bei Frauen weniger ausgeprägt als bei Männern. Auch in der Leber ist das alkoholabbauende Enzym, die Alkoholdehydrogenase, weniger ausgeprägt bei Frauen genetisch bedingt als bei Männern. Was aber vor allen Dingen der Fall ist, Frauen haben von ihrer Konstitution her bei gleichem Körpergewicht mehr Fettgehalt, weniger Wasser. Der Alkohol löst sich in Wasser und wenn weniger Wasser da ist, ist der Alkoholspiegel höher bei gleicher Menge. Wir wissen natürlich alle, dass Alkoholgenuss im Allgemeinen ein Risiko darstellt. Was würden Sie sagen, sind die Hauptrisiken und wie kann man sie frühzeitig erkennen? Nun, Risiken sind es natürlich, wenn es zur Gewohnheit wird und wenn es bestimmte Mengen übersteigt. Grundsätzlich ist Alkohol ein Gift und Alkohol sollte idealerweise gar nicht zu sich genommen werden. Mhm.
Es gibt gewisse Mengen, Grenzmengen, ab denen sozusagen die Gefährdung besteht, dass Körperschädigungen, Leberschädigungen auftreten. Das liegt beim Mann bei etwa 24 Gramm Alkohol am Tag, sprich etwa ein starkes Viertel. Und es liegt bei der Frau bei etwa 0,1. Vielen herzlichen Dank für diese Aufklärung, für diese Aufrüttelung, würde ich fast sagen. Und liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, das Deutsche Rote Kreuz steht Ihnen für Fragen in jeglicher Richtung gerne zur Verfügung. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und Ihnen herzlichen Dank, Herr Professor Zöpf, dass Sie unser Gast waren heute. Vielen Dank.